Hallo ihr Lieben, Love Your Lips. Das ist gerade derzeit ein totales Thema in meiner Zeitung auch. Also Love Your Lips, SOS-Pflege, leicht gemacht. Also stopp den rissigen, spröden Lippen. Lippenpeelings versprechen sofort einen geschmeidigen, wundervollen, prallen Kussmund. So. Sagt die Werbung. Natürlich wird gleich eine Menge angeboten an Produkten. Ich habe hier gesehen, dass zum Beispiel dieses Lippenpeeling von der Firma MAC, ich schaue jetzt mal nach, wie viele Milliliter da drin sind. Da sind drin Sweet Vanille, 14 Milliliter, kostet 17 Euro. Ist eine Hausnummer, ist nicht schlecht, kann man machen. Es gibt wahrscheinlich auch von L'Oreal, es gibt von allen möglichen Firmen, das ist ja jetzt so ein Hype mit den Lippen, mit der Lippenpflege. Also gibt es diese Lippenpeelings, man kann aber auch Lippenpeelings ganz einfach selber machen. Lippenpeeling aus der Küche. Ich habe, mein allererstes Video war zum Beispiel mal ein Lippenpeeling aus der Küche. Und ich habe mir gedacht, jetzt ein Jahr später mache ich das nochmal, weil damals hatte ich natürlich noch keine Abonnenten und es ist relativ wenig geschaut worden. Aber der Aufhänger war dieses Lippenpeeling von MAC und auch diese anderen. Auf Instagram habe ich da irgendwas von L'Oreal gesehen, da wurde das gepostet. Allerdings relativ teuer. Da dachte ich mir, so ein Blödsinn kann man auch selber machen. Warum muss man sich immer alles unbedingt kaufen mit sich Zusätzen da drin? Wir brauchen drei Produkte. Einmal braunen Rohrzucker, alles Bioprodukte, Arganöl. Und Honey, also Honig. Ich werde euch das jetzt demonstrieren. Ich mache das alles frei nach Schnauze, so ein kleines Schälchen. Ich nehme jetzt einen gestrichenen Teelöffel Zucker. Dann gebe ich dazu etwas Arganöl. Oh Gott, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel geworden. Wisst ihr, weil ich in dieses Display geschaut habe. Okay, da muss ich schon ein bisschen mehr Zucker dazu geben und Honig. Also jetzt keinen festen Honig, es eignet sich natürlich besonders gut ein flüssiger Honig. Und nun verrühre ich das. Das wird so eine richtige schöne Paste. Wenn es so flüssig ist, macht er einfach noch ein bisschen Zucker drauf. Und das ist in meinem Fall auch etwas zu flüssig, da gebe ich noch ein bisschen Zucker rein. Man kann, wie gesagt, auch Olivenöl nehmen, aber Olivenöl, das ist so eine Sache, das mag nicht jeder auf den Lippen. Und dieses Arganöl, das hat ja diesen wunderbaren, nussigen Geschmack. Das ist ja, die Arganfrucht ist ja so eine Nuss und dieser Arganbaum wächst in Marokko und auch nur von da kommt dieses wertvolle Öl. Und das ist berühmt und bekannt für seine entzündungshemmenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. So, ich habe jetzt eine Paste, ihr seht, Jetzt ist doch ein bisschen Öl rausgetropft. Das ist der Vorführeffekt, klasse. Das Öl ist in den Zucker getropft. Egal. Vorführeffekt, ich sag's doch. So, also ich habe jetzt dieses Lippenpeeling mir hier angerührt. Und ich empfehle, so ein Lippenpeeling ein-, zweimal die Woche zu machen. Gerade jetzt im Winter. So, ich meine, ich habe jetzt hier keinen Spiegel. Ich nehme jetzt mal dieses Schüsselchen und gebe mir so ein paar auf die sauberen Finger und mache mir ungefähr eine Minute, gebe ich mir diese wundervolle Konsistenz aus Öl, Zucker und Honig. Das ist echt toll. Das vor der Kamera zu machen, macht man normalerweise im Bad alleine. Also ungefähr eine Minute. Geht auch in die Winkel hier. Oberlippe, könnt ihr alles mitpeelen. Das Ergebnis ist ein gut durchbluteter, also sind gut durchblutete, pralle Lippen. Das ist im Prinzip genau die gleiche Geschichte wie bei der Haut, also bei der Gesichtshaut, ne? Und wir benutzen die Lippen ja ständig zum Essen, zum Trinken, zum Reden, zum Atmen. Die Lippen bekommen eigentlich relativ wenig Fürsorge. Na gut, sie kriegen vielleicht so ein Labello, also so einen Pflegestift und Lippenstift. Eigentlich muss ich jetzt hier gar nichts mehr abnehmen. Ich kann das eigentlich jetzt so drauf lassen.
Oh, das ist so toll, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Man hat eben dieses irre Gefühl, also man hat was aus der Küche, man hat was rein Biologisches auf dem Mund. Also Zucker, Honig und Öl. Und jetzt könnte man natürlich nach so einem tollen Peeling eine Maske machen, eine Lippenmaske. So, ich tupfe das jetzt mal ab hier. Wieder Instagram, das ist ja das Medium schlechthin. Auf Instagram ist im letzten Jahr ein wahrer Hype ausgebrochen, was Lippenmasken betrifft, ja. Weil diese Lippenmasken, die kitten, die pflegen, die reparieren, die polstern auf, die haben diesen Booster-Effekt. Und da gibt es natürlich auch alle Firmen, also viele Firmen, die Lippenmasken anbieten. Ich habe die hier von Sephora. Das ist ja dann so ein großes, so ein übergroßes Pad, was dann auf den Mund gelegt wird. Sieht man das hier? Ich halte das mal so in die Kamera. Und dann ist 15 Minuten Stillschweigen angesagt. Also die kann man jetzt schlecht selber herstellen. Also diese Lippenmasken, die kann ich euch wirklich empfehlen. Ich kenne sie jetzt nur von Sephora. Wahrscheinlich hat Garnier oder L'Oréal, die haben das bestimmt auch. Das ist also das gleiche Prinzip wie diese Tuchmasken fürs Gesicht. Entschuldigt bitte, ich habe jetzt hier. Ist auch egal, ich sitze hier mit diesem ganzen Zucker jetzt. Und ich empfehle, wie gesagt, diese Lippenmaske jetzt besonders nach dem Winter, also ein bis zweimal die Woche. Ihr könnt jetzt den Rest, den ihr habt, den kann man jetzt gut abgedeckt in den Kühlschrank tun oder ihr macht eure Ellbogen, die sind ja auch oft so ein bisschen rau, oder eure Füße könnt ihr auch damit peelen. Gibt es dann einige Möglichkeiten, oder ihr könnt auch euer Gesicht damit peelen. Ich meine, da macht ihr überhaupt nichts falsch mit. Ne? Das sind Naturprodukte aus eurer Küche. Und das, was wir essen, können wir natürlich auch wunderbar auf unser Gesicht auftragen. Und die Wirkung ist natürlich sensationell. Also ich merke richtig so ein Kribbeln, wie gut durchblutet jetzt die Lippen sind. Also, mit Arganöl, braunem Zucker und ein bisschen Honig macht ihr euch in Windeseile, also wirklich in Sekunden, ein tolles Lippenpeeling. Und ihr könnt natürlich auch jetzt gerne loslaufen, in die Drogerie gehen oder zum Douglas und euch diese teuren Produkte kaufen. Aber ich bin ja auch ein Verfechter jetzt von Naturkosmetik. Und da haben wir natürlich jetzt die wahre Naturkosmetik, ne? Also da ist jetzt nicht mal Naturkosmetik aus der Drogerie, sondern unsere Naturkosmetik selbst gemacht aus der Küche. So, ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ihr probiert es einfach mal aus. Ihr werdet bestimmt auch so ein ganz tolles Gefühl haben. Und schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, wie euer Empfinden war nach diesem tollen Lippenpeeling. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch alles Liebe, alles gut und bis bald. Ciao. Nein, seid besonders gut zu euch und auch zu euren Lippen. Ciao.